In der Deutschen Einheit wird der ehemalige Sänger der Puddies im ZDF auftreten, in der Sendung Dresden feiert. Vorher können Sie Dieter Birr bei uns erleben. Er ist mit seinen 72 Jahren ungefähr so alt wie Mick Jagger, trägt gerne Lederjacke, Sonnenbrille, Ohrring und er hat keine Lust auf Rockerrente. Liebe Leute, heute Zuschauer, ich bin Maschine und ich habe nicht die Absicht, mich in nächster Zeit zur Ruhe zu setzen. Ganz im Gegenteil, es geht volle Kraft voraus, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Keine Lust aufs alten Teil. Auch wenn sich seine Puddies endgültig zur Ruhe gesetzt haben, startet Dieter Maschine Birr noch mal richtig durch. Nicht nur mit seinem Drahtesel hält sich der 72-Jährige fit, auch musikalisch gibt er Vollgas. Naja, Rente bedeutet ja nicht gleich, dass man nichts macht. Aber es macht mir ja Spaß, es ist ja meine Leidenschaft, Musik zu machen. Und das werde ich hoffentlich auch noch eine Weile machen können. Nach mehreren Abschiedstouren gingen die Puddies in die verdiente Rockerrente. Nur Maschine kann einfach nicht stillstehen. Also jetzt ist, wie gesagt, ein neuer Neubeginn. Und ich bin jetzt erstmal nicht traurig. Also wir haben ja nun lange genug zusammengearbeitet, 46 Jahre. Und irgendwann muss mal Schluss sein. Und ich finde immer ganz gut, wenn man nach so einer Karriere auch noch ein bisschen Zeit hat, bis zum Totenbett was anderes zu machen. Musikalisch die ganze Familie, seine Frau Silvi, die Liebe seines Lebens, hält Maschine den Rücken frei und koordiniert seine Termine. Meine Frau hat ja schon mal mitgesungen bei unserem ersten Album, aber sie bezeichnet sich nicht als Sängerin. Gesangsfreudig auch Maschines Enkelinnen Amelie und Annabelle. Sie hat ja auf meinem letzten Album gesungen, eine von beiden Enkelinnen, aber die andere singt auch. So sehr er auch genießt, mit seinem Hund durch den Wald zu spazieren, Maschine zieht es zurück auf die Rockbühne. Wir gehen ja praktisch als ganz neue Band auf Touren. Wir haben keinerlei Routine, sondern die müssen wir uns jetzt erst erarbeiten. Für einen anderen ist es vielleicht Wahnsinn, aber für mich ist es normal. Und so mischt er jetzt sein neues Album ab und will am liebsten auch noch im Himmel weitersingen. Da sind ja auch genug Musiker schon da oben. Ja. Ja. Gibt mir ein paar Treffen vielleicht. Und mal sehen, vielleicht kann man da eine schöne Band machen nochmal. Mit einem Himmelsalbum. Gut.